Samueler, blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Nun, gesegnete Leute, der Herr Jehova hat mit mir gesprochen. Just a few minutes ago. Nur vor einigen Minuten zuvor. I see a big revival coming to this land, and there is a cripple. Ich sehe eine große Erweckung, die in dieses Land kommt. Und es gibt einen Krüppel. There is a crippled woman. Es gibt eine verkrüppelte Frau. She is quite a woman, and she's not young. Sie ist eine Frau und sie ist nicht jung. Who is a There's a woman. I see a woman. Es gibt eine Frau. Ich sehe eine Frau. That is crippled and is crawling on both her knees and hands. Die verkrüppelt ist und sie kriecht auf beiden Knien und ihren Händen. The same way. Die gleiche Weise. We saw Miriam Wanjiru crawl. Wie wir gesehen haben, wie Miriam Wanjiru gekrochen ist. Before the Lord lifted her up. Bevor der Herr sie erhoben hat. And so. Und nun. The Lord has just shown me that cripple just a few minutes ago, and she got up. Der Herr hat mir gerade diesen Krüppel gezeigt, nur einige Minuten zuvor, und sie ist gerade aufgestanden. He brought that cripple into my presence, and the cripple got up and walked away. Er brachte diesen Krüppel in meine Gegenwart, und der Krüppel ist aufgestanden und ging los. And the Lord said, "Look, you have healed her." Und der Herr sagte, schau, du hast sie geheilt. By voice. Per Stimme. So there is a very big revival coming. Nun, es gibt eine sehr große Erweckung, die kommt. The Lord is going to raise cripples in this land. Der Herr wird in diesem Land Krüppel erheben. And I know also very soon we are going to have a healing service. Und ich weiß, dass wir auch sehr bald einen Heilungsgottesdienst haben werden. That will take place. Der stattfinden wird. Global healing service. Weltweiter Heilungsgottesdienst. But I've seen a crippled woman that is crawling on her fours. Aber ich habe eine verkrüppelte Frau gesehen, die auf ihren Vieren kriecht. On the two hands and the knees. Auf den zwei Händen und Knien. She gets up. Sie steht auf. And walks away. Und geht los. The Lord brought her into my presence. Der Herr hat sie in meine Gegenwart gebracht. And then. Und dann. The glory of the Lord touched her. Die Herrlichkeit des Herrn berührte sie. Coming from the servants of the Lord. Welche von den Dienern des Herrn kommt. And she walked away. Und sie ging los. And then the Lord said, "Look, you have healed her." Und dann sagte der Herr, schau, du hast sie geheilt. By voice. Per Stimme. And so this is such an astounding time. Und nun, dies ist solch eine erstaunliche Zeit. A tremendous time, the revival time. Enorme Zeit, die Erweckungszeit. The Messiah is coming. Der Messias kommt. Again. Nochmals. There's a very big healing service that is coming up. Es gibt einen sehr großen Heilungsgottesdienst, der bevorsteht. But even most importantly, aber sogar am allerwichtigsten, cripples are going to get up and walk in the process. Krüppel werden aufstehen und gehen währenddessen. In between now and when the healing service takes place. Zwischen jetzt und wenn der Heilungsgottesdienst stattfinden wird. I've seen this woman. Ich habe diese Frau gesehen. Crawling. Kriechend. On the floor, totally, completely on the floor. Auf dem Boden, total, komplett auf dem Boden. On the soil. Auf der Erde. But she gets up and walks. Aber sie steht auf und geht. To establish the authority of the blood of Jesus. Um die Autorität von dem Blut von Jesus zu etablieren. And to make the nations know that the Messiah is coming. Und um die Nationen wissen zu lassen, dass der Messias kommt. Time is over, they should repent. Die Zeit ist vorbei. Sie sollten Buße tun. And be holy. Und heilig sein. Thank you. Dankeschön.